möchte Sie ganz herzlich zum heutigen Festtag begrüßen und habe die große Ehre und Freude, Sie alle durch diese ganz besondere Zeremonie zu begleiten. Für mich, habe ich ja eben schon erzählt, schließt sich heute der Kreis. 19 Hochzeiten liegen hinter mir. Das ist die 20. Weil heute trifft der Orient den Okzident, trifft die Sonne den Sichelmond. Es war der innige Wunsch von Lina und Sam, dass das für Sie, Ihre Gäste, auch ganz, ganz deutlich wird. Und deshalb haben wir ein persisches Ritual einfließen lassen, das sogenannte Sofre Art. Jedes Element symbolisiert einen Wert. Was, Hase? Komm du mal her. Willst du mal kommen? Kommst du mal hier? Komm mal her zu mir. Komm, we do it together. Jedes Element symbolisiert einen Wert oder einen Wunsch für das Brautpaar. Let's welcome the bride. Er überzeugt mich immer davon, dass ich ein toller Mensch bin. Er motiviert mich zu Dingen, die ich mir selber niemals zutrauen würde. Er baut mich auf, bringt mich zum Lachen, auch wenn mir alles andere nach Lachen zumute ist. Wir sind praktisch zusammen aufgewachsen, zusammen erwachsen geworden und sind immer noch, das kann ich bestätigen, verschallert und verknallt. Wenn man die beiden trifft, dann hat man das Gefühl, die sind nicht 12,5 Jahre zusammen, sondern das ist ein junges Paar beim zweiten Date. Ich möchte ihr und mein Augenmerk aber auch auf die Menschen richten, ohne die diese Verbindung nicht zustande hätte kommen können. Denn bei einer Hochzeit wird auch der Vertrag zwischen den Generationen neu geschrieben. Und dadurch, dass die eigenen Kinder sich miteinander verbinden und über Familien hinweg verbinden, wird dieser Vertrag neu besiegelt. Werte, die den Eltern wichtig sind, werden so durch die kommenden Jahre weitergetragen. Familientraditionen werden weitergegeben. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind Söhne und Töchter der Sehnsucht nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und obwohl ihr mit ihnen seid, gehören sie doch nicht euch. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus vom Morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen, denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr Eltern seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile abgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und er spannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst euren Bogen von der Hand des Schützens auf Freude gerichtet sein. Denn so, wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Ihr wurdet zusammen geboren und ihr werdet auf immer zusammen sein. Ihr werdet zusammen sein, wenn die weißen Flügel des Todes eure Tage scheiden. Ihr werdet selbst im stummen Gedanken Gottes zusammen sein, aber lasst Raum zwischen euch und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein. Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus demselben Becher. Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Leib. Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber lasst jeden von euch auch alleine sein, so wie die Saiten einer Laute alleine sind und doch von derselben Musik erzittern. Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut. Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen und steht zusammen doch nicht zu nah, denn die Säulen des Tempels stehen für sich und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht
im Schatten der anderen. Please stand up. Bitte steht auf. Wirst du sie respektieren, auf sie Acht geben, ihr Wärme und Geborgenheit spenden, mit ihr eure Träume verwirklichen und stets ehrlich und treu ihr gegenüber sein, dann antworte mit: Ja, ich will. Applaus